Der Zweck dieses Textes ist die Präsentation einer fairen, neutralen und unvoreingenommenen Behandlung und Einschätzung des Billy Meyer Falls. Die Methode, um zu einem relativ realitätsnahen Ergebnis zu gelangen, ist, all jene relevanten Fragen zu stellen, die ein ehrlicher und echter Wissenschaftler oder Forscher fragen würde. Um zum Kern der Wirklichkeit zu gelangen und Tatsachen zu ermitteln, ist eine offene Haltung erforderlich, die nicht davor zurückschreckt, den Weg weiter zu verfolgen, selbst wenn die Erkenntnisse gängigen Ansichten, dem Glauben und unter Umständen wackeligen Hypothesen und so weiter widersprechen. Leider mangelt es der Welt noch immer an Personen wie Archimedes, Galileo Galilei oder Einstein, um nur einige wenige zu nennen, die fähig waren. Vorherrschende, zeitgenössische Vorurteile und Glauben zu durchbrechen und dadurch neues Wissen hervorzubringen, das zu einer Kettenreaktion neuer Erkenntnisse und so weiter führte. Vernünftiges Denken ist ein endloses Streben nach Entdeckung und Aufdeckung der Realität, weil die Wahrheit nur in Tatsachen gefunden werden kann, das heißt in der Wirklichkeit. Die Wahrheit steht in absoluter Opposition zu jeder Form von Glauben, weil jeder Glaube, Ausnahmslos, per Definition unbeweisbar ist. Deshalb betont der Autor die Tatsache, dass er weder beabsichtigt noch danach strebt, jemanden zu überzeugen bezüglich einer Beurteilung oder eines Glaubens, dass der Billy Meyer-Fall echt und wahr sei oder ist. Ein Zitat aus Billy Meyers Buch, Wenn der Mensch glücklich und zufrieden werden will, soll dies näher erläutern. Gegensätzlich zur Überzeugung steht die Gewissheit, die allein von einer gegebenen Tatsache und damit von der Wirklichkeit, der Realität und deren Wahrheit ausgeht, die durchwegs bewiesen werden kann und nichts mit einer Überzeugung zu tun hat, sondern in ein effektives Wissen und in das Gegebene und Tatsächliche der Wirklichkeit und deren Wahrheit eingeordnet ist. Gewissheit ist ein festes, unerschütterliches Wissen, das durch Nachprüfen eines Sachverhalts oder durch Erfahrung und damit durch die Wirklichkeit und deren Wahrheit bewiesen werden kann. Die Tatsache, dass der Autor eng mit Billy Meyer zusammenarbeitet, ist ohne Belang bezüglich der Relevanz des nachfolgenden Diskurses, zumindest solange er Neutralität, Logik und Vorurteilslosigkeit anwendet. In der Tat kann die Vertrautheit zwischen dem Autor und Billy Meyer sich als großer Vorteil erweisen, und zwar aufgrund der Gelegenheit von Ersthand- und Langzeitbeobachtungen, Eindrücken, Einsichtnahme und Verstehen, und so weiter.